In diesem Video präsentiere ich Kauftipps zu italienischem Keramikgeschirr. Kurz einige Angaben zu meiner Person. Mein Name ist Lars Klump, ich bin Deutscher und lebe seit 15 Jahren in Italien. Ich komme ursprünglich aus der Produktentwicklung und aus dem Einzelhandel für Bekleidungs- und Textilfirmen des mittleren, des gehobenen und des Luxusgenres. Seit mehr als 5 Jahren beschäftige ich mich mit dem Bereich Handwerk und habe es mir zur Aufgabe gemacht, italienische Handwerker zu unterstützen. Dafür schreibe ich auf der Webseite italienischekeramikonline.net und betreibe einen virtuellen Manufakturenladen bei botteghecontemporanee.com, in dem gute Waren italienischer Handwerker und Manufakturen aus den Bereichen Wohn- und Modeaccessoires angeboten werden. Schaut doch mal rein! Italienische Keramikgeschirr – Kauftipps. Italienisches Keramikgeschirr hat seinen Charme und seinen Preis. Damit du nicht enttäuscht wirst und um möglichst lange etwas davon zu haben, werden hier einige Tipps vorgestellt, worauf man vor dem Kauf achten sollte. Pro und Contra von italienischem Geschirr aus Keramik sowie Produktvorstellungen geben eine weitere Orientierung beim Einkauf. Tipps vor dem Kauf. Sei es aus Gewohnheit oder aus Unachtsamkeit, infolge einer falschen Nutzung von italienischem Keramikgeschirr kann dieses sehr schnell kaputt gehen oder verblassen. Deswegen sollte man unbedingt die Pflegehinweise lesen. Umsichtiger Umgang mit Keramik. Generell gilt, dass Geschirr aus Keramik zerbrechlich ist. Deswegen sollte man beim Umgang mit Geschirr etwas aufpassen, um keine Ecken abzustoßen oder es gar zu zerbrechen. Mikrowelleneignung kennen. Nicht jedes Geschirr aus italienischer Keramik kann automatisch in die Mikrowelle oder in den Backofen. Keramikgeschirr, welches Rückstände von Metallen enthält, die im Ton vorkommen können, ist generell nicht mikrowellengeeignet. Italienisches Keramikgeschirr wie Majolica ist in der Regel nicht für die Mikrowelle geeignet. Dies liegt zum einen daran, dass während des Herstellungsprozesses die Stellringe nicht glasiert sind und dort Feuchtigkeit eindringen kann, welche die Form dehnen, eventuell zu Rissen führt und sich erhitzen kann. Ob der Stellring unglasiert ist, kann man prüfen, indem man den Teller umdreht. Hier sieht man meist einen Ring, auf dem der Teller steht, der nicht von der Glasur abgedeckt wurde und noch die poröse Terrakotta zeigt. Zum anderen können einige Dekore in der Mikrowelle unter Umständen schmelzen. Spülmaschineneignung kennen. Bei der Spülmaschineneignung von italienischem Keramikgeschirr kann man, wie beim deutschen auch, zwischen Spülmaschinen fest und Spülmaschinen geeignet unterscheiden. Spülmaschinen fest bedeutet, dass das Geschirr in der Spülmaschine gereinigt werden kann, ohne dabei beschädigt zu werden. Spülmaschinen geeignet bedeutet, dass das Geschirr durch die Spülmaschine auf lange Sicht beeinträchtigt werden kann, so könnten zum Beispiel Dekors mit der Zeit verblassen. Bei handwerklich hergestellten und dekoriertem italienischem Keramikgeschirr ist die sicherste Methode, von Hand abzuwaschen, auch wenn es aufwendiger ist. So bleibt das Geschirr lange schön und wird nicht von manchmal aggressiven Spülmaschinen verschlissen. Nach gesundheitlichen Aspekten fragen. Italienisches Keramikgeschirr wird für Lebensmittel benutzt, die der Mensch zu sich nimmt. Deswegen unterliegen Hersteller einigen Normen und Gesetzen, die die Sicherheit der hergestellten Produkte gewährleisten soll und die Gesundheit der Verbraucher nicht gefährden soll. Es gibt Hersteller, die komplett schadstofffreie Waren herstellen und welche die Schadstoffe in den gesetzlich vorgeschriebenen Mengen verwenden und leider auch unachtsame. Im Bereich von italienischem Keramikgeschirr kann es Hersteller geben, die zum Beispiel bleihaltige Glasuren und/oder Farben im zugelassenen Rahmen verwenden, die jedoch meist durch eine verschmolzene glatte Glasur und eine externe aufgesprühte Glasschicht unzugänglich gemacht werden.
Wenn ein Produkt kleine Risse oder offene Stellen hat oder auf der externen Glasschicht nachträglich zusätzlich bemalt oder behandelt worden ist, dann sollte man die Angaben zum Produkt genauer prüfen. Im Zweifelsfall kann man beim Anbieter dazu nachfragen oder manchmal hat der Hersteller auch Bescheinigungen oder Zertifikate, die die Problemlosigkeit bestätigen. Größenangaben lesen. Manchmal kann es passieren, dass man sich beim Einkauf im Internet von hübschen Artikelfotos leiten lässt. Kommt dann das gute Stück zu Hause an, erlebt man manchmal eine Überraschung, weil man sich den Artikel größer oder kleiner vorgestellt hatte. Um solchen Überraschungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Größenangaben vor dem Einkauf zu lesen. Italienische Keramikgeschirr Pro und Contra. Generelle Vor- und Nachteile von italienischer Keramikgeschirr geben eine weitere Orientierung beim Einkauf. Pro: Italienische Keramikgeschirre sind durch italienisches Design und italienische Herstellung echt italienische Produkte und geben sich nicht nur ein italienisches Image. Handwerklich hergestelltes Keramikgeschirr bewahrt oft Tradition und Arbeitsplätze. Handwerkliches Keramikgeschirr kann den Menschen bei der Herstellung mehr fordern als bei industrieller Herstellung. Viele Majolica-Geschirre aus italienischer Keramik sind mit den Unterglasurdekors hochwertiger als gängige In- und Aufglasurdekore. Handwerklich hergestelltes und dekoriertes Geschirr ist oft origineller und hat meist die persönliche Note des Handwerkers. Handwerklich hergestellte Geschirre können manchmal nach persönlichen Wünschen individualisiert werden. Industriell hergestellte Keramik ist durch automatisierte Abläufe und hohe Stückzahlen meist günstiger und pflegeleichter als handwerklich hergestellte. Contra: Die meisten handwerklich hergestellten Geschirre aus italienischer Keramik sind wegen nicht automatisierter Abläufe, höheren Standortkosten als Niedriglohnländer sowie geringen Stückzahlen teurer. Industriell hergestellte Keramikgeschirr hat manchmal Dekore, die kühl, flach und unpersönlich wirken. Fazit: Damit du nicht von deinem italienischen Keramikgeschirr enttäuscht wirst und um möglichst lange etwas davon zu haben, achte unbedingt auf einige Punkte wie die Pflegehinweise des Herstellers sowie die Abmessung. Bei der Wahl zwischen industriellen und handwerklich hergestellten Produkten muss man abwägen, worauf man persönlich Mehrwert legt.